Ja. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier aus Wiesbaden von unserem Studio, von der Sopo Bauchemie, wieder mal begrüßen zu dürfen. Das ist jetzt schon eine gewisse Zeit lang her, dass wir gesendet haben. Wir haben uns ja in den letzten Wochen und Monaten wieder persönlich gesehen, bei Ihnen oder hier bei uns in Wiesbaden. Heute wieder mal ein Webinar und zwar mit dem Thema, auch das ist ja mittlerweile schon ein bisschen Tradition, zum Thema 4x4 der Bauchemie. Sie haben das ja in den letzten Wochen zugesendet bekommen, wenn Sie mal in Ihren Briefkasten reingeschaut haben. Da müsste das eigentlich drin gelegen haben, also die Ankündigung für das heutige Thema. Und wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Entkopplung unterhalten. Und wie Sie das vielleicht gewohnt sind, das Ganze ist wieder live. Das heißt also, Sie haben auch die Möglichkeit, wieder Fragen zu stellen. Wir werden versuchen, oder ich in dem Fall, werde versuchen, sie zu beantworten. Und Sie haben dann die Option, natürlich hier ins Geschehen mit einzugreifen. Die heutige Sendung wird so 30, 35, vielleicht 40 Minuten dauern, je nachdem, was uns so einfällt und was Sie vielleicht für Fragen reinsenden. Also genießen Sie es einfach, dieses Thema Entkopplungen noch mal ein bisschen näher gebracht zu bekommen. Aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema. Sie sehen ja, dass wir eigentlich ein paar Tage vor Weihnachten sind und wie das oftmals so ist, die Baustelle soll vor Weihnachten doch noch fertig werden, weil man einziehen will oder. Und ja, der ein oder andere Untergrund, auf dem man jetzt Fliesen legen will oder einen anderen Oberbelag aufbringen will, der ist eigentlich noch gar nicht so weit, dass man ihn belegen kann oder dass man eben dort drauf weiter aufbauen kann. Auch die Baustellen, die wir ja in den letzten Jahren kennengelernt haben, sind eigentlich immer enger geschoben von der Ausführungszeit. Das bedeutet, das, was man früher mal gemütlich vielleicht gebaut hat, wird heute auf ein Minimum zusammengeschoben im Bauzeitenplan, um einfach Geld zu sparen, um natürlich schnell einziehen zu können. Und das bedeutet natürlich gleichermaßen, dass wir auf den Estrich, der sonst immer 6, 8, 10 Wochen austrocknen konnte, oder die Betonwand, die eben eigentlich 6 Monate braucht, um, wie soll ich sagen, entsprechend trocknen zu können, all das haben wir nicht mehr. Und auf einmal sind wir ganz dicht bei diesem Thema Entkopplung und das wird unser heutiges Thema sein. Also das, was Sie vor ein paar Tagen im Briefkasten liegen hatten. Ja, und wer immer an meiner Seite ist, Andreas Goldstein, der heute wieder das ganze Bühnenbild vorbereitet hat. Mein treuer Begleiter seit vielen, vielen Jahren, was das Thema 4x4 und Webinar angeht. Und insofern, ja, schauen wir schon mal hier rüber, Andreas. Du hast ja wieder einiges aufgebaut. Wir wollen Ihnen natürlich so ein bisschen die verschiedenen Entkopplungssysteme zeigen, bevor wir natürlich auf das eigentliche Thema eingehen. Weil Entkopplungen, das werden Sie sehen, wenn Sie in unseren Katalog reinschauen, natürlich vielfältig sind. Wir haben also die unterschiedlichsten Systeme. Das eine ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ein historisches Thema, weil man eben vor 20 Jahren vielleicht noch ganz andere Entkopplungen hatte, wie das heute der Fall ist und dann das Sortiment entsprechend wächst. Aber eigentlich jedes Entkopplungsmaterial hat seine Berechtigung für den jeweiligen Einsatzfall. Und auch das ist ja eine Entwicklung, die wir im Moment zumindest so ein bisschen feststellen. Wir haben ja unsere Baustellen Neubau und wir haben unsere Baustelle Sanierung, das heißt Bauen im Bestand. Und dort erleben wir ja ständig eigentlich, dass wir einen Anruf bekommen, wir haben die in die Situation, wie kann ich denn darauf weiterarbeiten? Und das ist natürlich immer wieder ein Thema, dass ich ein entsprechendes Entkopplungssystem auswählen kann. Und Gott sei Dank haben wir da mehrere Pfeile im Köcher, dass wir dann auch für jede Situation die richtige Entkopplung oder den richtigen Pfeil ziehen können. Und anfangen wollen wir eigentlich so ein bisschen, Andreas, du hast das schön vorbereitet, beim Bauen im Bestand haben wir ganz viel mit Holzuntergründen zu tun. Sie sehen ja schon so ein bisschen vor mir aufgebaut, einfach die Spanplatte. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel ganz viele Speicherbereiche mittlerweile ertüchtigt werden, weil man einfach zusätzlich Wohnraum sucht. Und zusätzlich Wohnraum heißt, dass man da vielleicht eine Holzbalkenkonstruktion hat, die man vorher eigentlich nur genutzt hat, um da ein paar Koffer oder ein paar alte Kartons abzulegen. Und insofern war das gar nicht so ein Thema. Jetzt, man sieht es jetzt hier, die Dinger, die federn auch ein bisschen, es geben ein bisschen nach. Und wir wollen natürlich, dass das erstmal ein bisschen natürlich Stabilität bekommt. Und der erste Arbeitsgang, den wir hier machen, ist natürlich das Nachschrauben, dass wir also schon mal wieder eine gewisse Grundstabilität reinbekommen in die Konstruktion. Und trotzdem werden wir feststellen, wenn ich mich jetzt hier auf das Gefache draufstelle, gibt das Ganze immer noch ein bisschen nach. Holzuntergründe schwingen ganz einfach.
Und dementsprechend muss ich hier irgendwas dazwischen packen. Hinzu kommt natürlich auch, wenn ich das jetzt nass machen würde, also sprich, wir haben so eine wechselnde Feuchte im Haus drin, dass das natürlich auch anfangen kann zu quellen, ja, und würde sich dann vielleicht verbeulen oder irgendwas in der Form. Und wenn wir einen keramischen Belag da drauf haben, dann würde der vielleicht so aussehen, wie wir das jetzt hier sehen, dass der einen Riss bekommen hat, dass die Fugen reißen und so weiter. Das wollen wir natürlich alles nicht und deswegen packen wir hier was dazwischen. Und wir gehen natürlich auch wieder mit einem Grundierungssystem vorne weg. Jetzt sehen Sie, dass ich hier so was Dickflüssiges auf der Oberfläche habe, was der Andreas da aufbringt. Also wir betrachten das Holz und auch die Fliese. Da wissen wir es ja, nicht saugende Oberfläche. Und das Holz betrachten wir eigentlich gleichermaßen so. Weil würden wir jetzt hier mit der standardwässrigen Grundierung dran gehen, würden wir eigentlich das Holz schon gleich von selbst kaputt machen. Also wir würden uns eigentlich einen Schaden oder einen Mangel schon einbauen. Wir würden das Holz zum Quellen bringen. Das Holz ist ja vielleicht schon 10, 20 Jahre alt, schön ausgetrocknet. Und dann würden wir es jetzt richtig wieder aufpumpen und Spannungen würden entstehen, die sich dann 1, 2 Jahre später vielleicht in dem Belag zeigen würden, in Form von Haaresbildung und so weiter. Ja, das haben wir jetzt gemacht und natürlich entkoppeln. Und so ein bisschen haben wir schon festgestellt, das Ganze gibt ein bisschen nach. Und wir wollen eigentlich auch ein bisschen mehr Stabilität in die Konstruktion reinbringen. Immer wieder, wenn Sie merken, Mensch, mein Boden, der gibt nach, der schwingt ein bisschen, dann ist es immer sinnvoll, mit einem Entkopplungssystem zu arbeiten, das gleichzeitig auch aussteifende Eigenschaften hat. Und aussteifende Eigenschaften heißt, wir verwenden ein blattiges Material. Und wir bringen das auch im direkten Kontakt auf. Also das, was wir jetzt hier sehen, wir bringen den Kleber, in dem Fall einen Fliesenkleber, normale Härten, schnelle Härten, was Ihnen da gerade gerecht ist. In der Regel macht es aber Sinn, mit einem schneller härtenden Kleber zu arbeiten, weil sobald ich nämlich die Entkopplungsplatte aufgeklebt habe, kann ich natürlich nach einer Stunde, je nachdem wann der Kleber gezogen hat, schon wieder weiterarbeiten und habe sofort dann auch eine Fläche, auf der ich Fliesen legen kann. Zur Not, wenn es das Badezimmer ist, kann ich auch die Abdichtung darauf applizieren und habe dann sozusagen hier eine saubere Lösung. Und hier hinten liegen ja die Platten. Ja, also wir sehen es jetzt hier sehr schön. Das ist unsere Trittschalldämmplatte. Also auch das ist möglich, zum einen aussteifend wirkend und zum anderen trittschallverbessernd. Das heißt also, ich habe die Möglichkeit, über eine Entkopplung gleichzeitig auch nochmal Wohnkomfort zu generieren. Ganz wichtig, einmal der Boden wird jetzt ein bisschen fester, steifer, stabiler und gleichzeitig wird das Ganze dumpfer. Das heißt also, die jetzt unten drunter wohnen, kriegen das jetzt gar nicht mehr in der Form mit, wenn oben einer drüber läuft oder mal springt oder irgendwas macht in der Form, weil der Boden jetzt dadurch natürlich schön entkoppelt wird, ja? Trittschalltechnisch. Das ist also auch nochmal eine schöne Eigenschaft, die gerade die blattigen Materialien bringen. Ja? Also das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so einen gesonderten Einsatzbereich, wenn es um solche Situationen geht. Und gleichzeitig schauen wir uns das jetzt hier nochmal an, bei dem nächsten Untergrund, den der Andreas vorbereitet hat, weil das werden wir hier im Standard nämlich auch oft finden. Ja? Das heißt, die ganz normale Holzdiele, die ja noch ein bisschen bewegungsaggressiver ist oder intensiver ist. Hier haben wir sie schon vorbereitet mit dem entsprechenden Haftbreimer S. Hier sieht man auch mal so ein bisschen wackelig. Ja. Man sieht auch sehr schön, dass die Böden früher geklammert oder genagelt worden sind. Diese Nagelverbindungen, die ziehen sich auch ein bisschen raus. Also hier ist es auch wieder sinnvoll, mit Schrauben nochmal nachzuschrauben, dass wir also hier eine stabile Unterkonstruktion haben. Jetzt sieht man hier auch sehr schön, dass wir überall Spalten haben zwischen den einzelnen Dielen. Als der Boden mal hergestellt worden ist, da waren die Latten pressverlegt. Ja, also kein Schreiner oder Holzbauer oder Zimmermann legt ja was auf Abstand, sondern das war alles Press. Die Holzbretter sind entsprechend getrocknet und diese Spalten sind entstanden. Müssten wir jetzt diesen Boden noch ausgleichen? Also es könnte ja sein, dass wir hier eine Balkenlage haben und da haben wir eine Balkenlage und dann würden wir ja so einen Welleffekt bekommen. Dann ist es sinnvoll, dass man natürlich vorher nochmal spachtelt,
Da haben wir den Vario-Fließspachtel. Dann würde man aber die Ritzen oder die Spalten, die wir zwischen den einzelnen Brettern sehen, vorher nochmal mit einem Acrylat zumachen, damit uns natürlich der Spachtel nicht wegfließt. Ja, das heißt also, hier würde dieser Arbeitsgang noch dazukommen und vielleicht das Ausgleichen und Spachteln. In unserem Fall ist jetzt der Untergrund sehr schön, plan eben, brauchen wir nicht. Wir können also auch hier wieder sehr schön jetzt die Trittschallmatte entsprechend aufkleben. Man sieht es jetzt, das ist wieder der gleiche Arbeitsprozess. Wir bringen unseren Kleber auf und drücken jetzt gleich die fließende Platte entsprechend hier rein. Das heißt also, hier haben wir jetzt die Option, das auch wieder zu entkoppeln, auszusteifen und zu stabilisieren. Hier steht, kann man, Moment, also hier schon die erste Frage, die reingekommen ist, kann man mit Haftprimer, mit dem Haftprimer frisch in frisch arbeiten? Also das, was wir jetzt hier so spontan und schnell gemacht haben, sollte auf der Baustelle nach Möglichkeit schon ein paar Minuten Zeit haben zum Trocknen. Das haben wir hier auch so vorbereitet gehabt. Hier haben wir ein bisschen frisch und frisch gearbeitet. Auf der Baustelle wäre es natürlich schon richtig, wenn Sie dem Haftprimer S ein paar Minuten geben zum Ablüften. Der ist auch schneller härten. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten kann man da entsprechend schon drauf arbeiten. Dann kommt eine weitere Frage. Kann man Entkopplungen an Holz auch antackern? Also eigentlich nein, weil Sie sehen das jetzt hier vorne, wenn wir hier mal mit der Kamera direkt drauf gehen, durch das Verkleben der Fliesendämmplatte auf diesem sehr labilen Holzuntergrund, ja, also hier sieht man es jetzt, glaube ich, sehr schön, wie die Platte mit den Stegen so richtig miteinander verschmelzen. Hier haben wir jetzt die Situation, dass wir dadurch eine richtige aussteifende Situation bekommen. Also wenn ich das nur antackern würde, dann würde ja unsere Entkopplung lose auffliegen in dem Fall. Und hier will ich das an der Stelle gar nicht. Ich kann sicherlich auch lose verlegen, da kommen wir gleich dazu. Aber in dem Fall ist das Tackern eigentlich ein Fehl an der Stelle. Und insofern sollte das an der Stelle so aufgebaut sein, wie Sie es jetzt hier sehen. Der Andreas ist jetzt schon ein Stück weiter gegangen. Das heißt also hier auf unserer Fliesendämmplatte, wir haben also Arbeitsschritt 1, grundieren, vielleicht spachteln, ausgleichen, Kleber aufbringen, entkoppeln und dann die Fliesenverlegung. Und wenn jetzt noch jemand sagt, okay, Mensch, das war mein Badezimmer, dann machen wir hier noch eine Verbundabdichtung drauf, eine Dichtschlemme, die AEB-Bahn und dann kommt die Fliese und dann haben wir einen perfekten, aufgebauten Untergrund mit dem entsprechenden keramischen Belag, Natursteinbelag etc. Gut, also schon mal so ein Entkopplungssystem, wie Sie es vielleicht aus unserem Haus schon gekannt haben oder gesehen haben. Und jetzt kommt was ganz Neues. Und da habe ich mir den Oliver Bege eingeladen. Also heute ein kleiner Gast oder ein großer Gast bei unserem 4x4. Oliver Bege ist bei uns im Bereich zuständig für, oder stellvertretender Leiter des Bereiches Objektberatung, Architektenberatung. Und er hat dieses Projekt oder einige dieser Projekte auch mit betreut und hat auch das 4x4 geschrieben. Also ich werde dich jetzt löchern, Oliver. Und insofern habe ich ihn gebeten, heute mal mit dabei zu sein, weil wir hier auch gerade ein paar neue Sachen zeigen wollen, die Sie vielleicht in der Form noch gar nicht gesehen haben auf Ihrer Baustelle oder beziehungsweise davon gehört haben. Oliver, was wollen wir zeigen? Auch zunächst von mir ein herzliches Willkommen. Und wir machen hier weiter mit einem ganz neuen System. Und zwar zunächst mal ein Rückblick auf das System, was wir schon haben, auch hat sich bewährt, wenn es um das Thema Holz oder Entkopplung auf Holzuntergründen geht, zum Beispiel unsere Trittschall- und Entkopplungsbahn, die auf dem ebenfalls grundierten Untergrund verklebt wird. Und das System haben wir jetzt ein bisschen abgewandelt. Also gerade überall da, wo ich im Ladenbau unterwegs bin, aber auch hin zu hohen Belastungen, wenn ich jetzt im Bereich zum Beispiel auch von einem Autohaus bin, und ich da jetzt also einen Belagswechsel vornehmen möchte, der vielleicht für 5 oder 10 Jahre bleibt und danach soll der Belag wieder rausgenommen werden und der Untergrund idealerweise soll erhalten bleiben, dass ich da eben wieder mit dem neuen Belag arbeiten kann. Dafür gibt es jetzt eben unser Wiederaufnahmesystem, Trinity getauft, und das wollen wir uns eben jetzt hier mal anschauen. Was hat der Andreas hier gemacht? Er hat zunächst ganz normal mit doppelseitigem Klebeband hier in einem gewissen Raster das Ganze auf dem Untergrund verklebt.
Das Ganze hat auch keine statischen Gründe, Konstruktionsgründe, sondern dient lediglich dazu, die Matte entsprechend auf dem Untergrund zu fixieren, damit die eben bei den nachfolgenden Arbeitsgängen, wenn ich dann mit dem Fliesenkleber arbeite, sich eben nicht mehr vom Boden abziehen kann. Also von daher ist das nicht die mechanische Fixierung der Bahn auf dem Untergrund, die wir bisher mit Fliesenkleber gemacht haben. Also da haben wir den Kleber nicht durch doppelseitiges Klebeband ersetzt, sondern rein, um eben das Ablösen der Bahn im Konstruktionszustand, im Bauzustand eben zu verhindern. Ja, zu dieser Frage zurückzukommen mit dem Tackern. Also wir haben jetzt nicht getackert, sondern dass wir jetzt die Möglichkeit, doppelseitiges Klebeband einzusetzen und dann eben diese Trittschallenkopplungsbahn genau dann lose in Anführungszeichen zu fixieren. Also rein eine Fixierung und nicht eben die Verklebung. Und jetzt wird der Stoß der Bahn auch mit einem Kreppband oder mit einem Klebeband eben verklebt. Auch hier gleiches Thema. Wir wollen verhindern, dass es da irgendwie zu einer Schallbrücke kommt, wenn ich da jetzt eben den Kleber aufbringe. Auch hier hat das Klebeband entsprechend keinerlei weiteren tragenden Funktionen an der Stelle. Und jetzt wird der Andreas eben hier den Kleber aufzahnen. Hier auch mit dem Nummer 1 Silver, den er wieder hier aufbringt, den wir da eben auch für dieses System entsprechend extra empfehlen. Oliver, erzähl doch noch mal ein bisschen, was der Vorteil ist von dem System. Ja, dass auch noch mal klar rüberkommt, was wir damit alles machen können. Ja, also der Vorteil ist ganz klar eben die Wiederaufnahmefähigkeit des Systems. Also wir sehen jetzt hier, wir haben den Untergrund, beispielsweise einen Estrich, eben nicht mit irgendwie Fliesenkleber, Abdichtung oder auch der Entkopplung, die fest darauf fixiert wird mit einem Fliesenkleber, eben entsprechend wirklich verunreinigt, dann nenne ich es mal. Also ich kann im Endeffekt, wenn ich den Belag irgendwann wieder vom Untergrund aufnehmen möchte, das völlig zerstörungsfrei machen oder ich werde meinen Untergrund, den Estrich darunter eben nicht zerstören und kann dann eben, wie gesagt, danach wieder mit einem Wiederaufnahmesystem zum Beispiel darauf gehen und habe eben wirklich eine sehr schnelle Lösung für die Baustelle und eben, wie gesagt, die Wiederaufnahmefähigkeit, die ich dafür gegeben habe. Also gerade eben Laden bauen, eine Bäckerei oder ein Bekleidungsgeschäft, was in einem Kaufhaus irgendwo in leerstehende Räumlichkeiten reingeht, habe ich da eben die Möglichkeit, da für die Mietdauer eben so ein System aufzubringen. Wenn wir da vielleicht mal gerade hingehen mit der Kamera, dass ich das hier nochmal sehe. Also das heißt, wir haben jetzt die Entkopplungsbahn aufgelegt. Dann haben wir den Kleber aufgekämmt und hier drauf kann ich jetzt ganz normal sozusagen mit der Fliesenverlegung beginnen, so wie ich das jetzt hier sehe. Oliver, ja? Ja, also ich kann, im Endeffekt haben wir jetzt hier die Fliesen komplett, den Kleber aufgezahnt auf der Bahn und würden wir jetzt eben hier, wie der Andreas das gerade macht, den Fliesenkleber direkt auf der Bahn aufbringen. Wir haben es eben gesehen, auf der Rückseite der Fliese entsprechend auch Fliesenkleber aufbringen. Das ist ganz wichtig bei dem Wiederaufnahmesystem, das kombinierte Verfahren, dass ich hier eben wirklich auf dem Untergrund Kleber aufbringe und auf der Fliesenrückseite. Parallel aufgezahnt, die Zahnstege hier sehr schön zu erkennen. Und dann haben wir eben hier wirklich eine sehr vollflächige Verlegung meiner Fliesen, was natürlich bei diesem System besonders wichtig ist. Und ich habe das so verstanden, also wenn dem Bauherrn das nach 5 Jahren nicht gefällt und wir haben ja auch ganz viel mit Audi-Häusern oder mit verschiedenen Ausstellungen von Autohäusern zu tun, wo die Marke dann sagt, okay, nach 5 Jahren brauchen wir ein neues Design oder auch Boutiquen, dann würden wir einfach nur mit dem Saugnapf die Platten anheben, klappen das alles zusammen. Und dann können wir was Neues wieder auflegen. Genau, also im Endeffekt ist die, dadurch, dass ich eben keine feste Verbindung von der Bahn zu meinem Esstisch oder so habe, ist es genau so, ich kann mit einem Saugnapf eben entsprechend den Belag wieder vom Untergrund entfernen. Was einen jetzt nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass für die Nutzung selbst, wenn das System liegt, in der Fläche eben doch entsprechend stabil ist, dass es eben auch in Autohäusern eingesetzt werden kann. Mhm. So, wir haben zwischendurch noch 2 Fragen bekommen. Ja, die Fragen, wie stehen Sie zur Thematik von Entkopplungen auf beheizten Untergründen?
Willst du was sagen oder soll ich was sagen? Ja, also an sich, klar, muss man sich überlegen, welches Entkopplungssystem, für welches Entkopplungssystem man sich eben entscheidet. Das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einer Fliesendämmplatte oder der Trittschalldämmplatte arbeite bei beheizten Systemen, habe ich natürlich auch eine gewisse wärmedämmende Wirkung. Haben wir mal einen Wert ermittelt für ungefähr 1 Grad, wo eben auch die Vorlauftemperatur entsprechend erhöht werden muss. Also ein bisschen Wärmeverlust habe ich da. Grundsätzlich ist das Ganze aber möglich. Man muss auch hier natürlich gucken, wenn ich jetzt in einem Neubau bin und ich habe irgendwo eine horizontale Verformung, die ich ausgleichen möchte, wenn ich vielleicht auch mit Großformatfliesen arbeite, könnte man ja vielleicht auch eine Bahn als Entkopplung einsetzen, wo ich eben dann diesen Wärmeverlust durch, wie ich ihn hier bei den Dämmplatten habe, eben nicht habe. Aber grundsätzlich ist das Ganze natürlich möglich, ja. Genau. Und dann die letzte Frage, eine weitere Frage, müssen die Fugen zwischen Entkopplungsplatten armiert werden? Also wenn wir hier zu dem Bild zurückgehen, ich gehe davon aus, dass so eine Fuge hier gemeint ist, zwischen den einzelnen Fliesendämmplatten, da muss ich natürlich nichts machen. Also wenn ich jetzt die Fliese hier drüber lege, brauche ich keine Angst haben, dass jetzt diese Fliese an der Stelle vielleicht zerbrechen würde. Das System ist so weich oder so zusammenhängend, dass ich da keine Sorge haben muss, dass es zu einem Bruch oder irgendwas kommt. Ja, so viel dazu. Ja. Ich möchte aber noch mal kurz hier zurück. Wir haben ja jetzt die Fliesen verlegt und ich habe irgendwo mal gelesen, wir wollen ja große Fliesen verlegen und der eine oder andere sagt, ich muss ja vorher noch mal ausgleichen. Wie wäre das dann bei diesem System? Also in Form von Spachteln ausgleichen. Also grundsätzlich kann ich natürlich, je nachdem auch hier wieder, was ich für einen Untergrund habe, erst ausgleichen. Also kann erst meinen Untergrund nivellieren und darauf dann die Trittschall- und Entkopplungsbahn auslegen. Vor allen Dingen auch, wenn ich davon ausgehe, dass, wenn der Belag irgendwann wieder aufgenommen wird, ich danach ja auch einen ebenen Untergrund haben möchte. Ich könnte aber auch theoretisch auf der Trittschall- und Entkopplungsbahn nochmal einen Ausgleich aufbringen oder ich könnte auch darauf dann nochmal eine Abdichtung aufbringen, wenn ich jetzt hier vielleicht in einem Badezimmer oder in einem abzudichtenden Bereich wäre, auch das wäre theoretisch möglich. Ja, vor allem kann ich natürlich das Ausgleichen auch sparen, indem ich mit dem Kleber ein bisschen dicker arbeite, spachtel das vor und habe sozusagen dann auch immer auf einem unebenen Untergrund trotzdem eine planebene Oberfläche, auf der ich dann die Fliesen verlegen kann. Aber jetzt kommt noch was ganz Besonderes. Nämlich eine neuartiger Fugenmörtel. Fugenmörtel der nächsten Generation, unsere Designfuge Hybrid. Also ein ganz neues Material, keine Epoxidharzfuge, keine zementäre Fuge, sondern eine Dispersionsfuge auf PU-Basis. Das Schöne dabei ist, dass sie direkt verarbeitbar ist. Also ich mache den Deckel auf, nehme die Folie da entsprechend raus und kann dann die Fuge direkt verarbeiten und habe dann ein sehr gleichmäßiges, glattes Fugenbild, auch für schmale Fugen. Auch das ist ein Thema, was wir ja immer häufiger haben, dass die Fuge, die Formate immer größer werden, die Fuge parallel immer schmaler. Und habe dann eben speziell auch für dieses System eine sehr elastische Fuge auch, die eben Bewegungen, Spannungen da eben auch nochmal ein bisschen zusätzlich aufnehmen und entkoppeln kann. Ich würde sagen, das ist auch das Besondere an dem System, an diesem Wiederaufnahmesystem. Sie haben also die Möglichkeit, einen Belag zu verlegen und durch die Fuge, die jetzt eben ein zäh-elastisches Verhalten hat und wenn der Boden wirklich in Bewegung sein sollte, zementäre Fugen würden reißen, Epoxyfugen würden nicht reißen, sind aber in der Verarbeitung zum Teil sehr aufwendig, gibt es jetzt dieses neue System, das immer dann zum Einsatz kommen kann, wenn Untergründe vielleicht noch mal ein bisschen doch spannungsgeladen sind, wenn sie ein bisschen dazu neigen, sich zu verformen, dann kann ich jetzt hier ganz toll entsprechend verfugen und muss keine Angst haben, dass es später mal zu so einem Rausspringeffekt oder irgend sowas kommt. Und Sie sehen, das lässt sich auch relativ flott abwaschen. Ja, man kann also nach dem Einbringen schon nach 5 bis 10 Minuten loslegen und kann das abwaschen. Und das Ganze trocknet dann ganz normal, so wie Sie es kennen. Und man muss da keine Angst haben, dass man es nicht mehr sauber bekommt. Wenn es mal der Fall wäre, dass man am nächsten Tag so einen Schleier feststellt, nimmt man warmes Wasser, weißes Pad, geht nochmal so ein bisschen kreisförmig drüber und dann ist die Sache geritzt. Ja, und wenn der Rest im Eimer noch überbleibt,
Dann macht man die Folie wieder drauf, kann den Eimer mitnehmen zur nächsten Baustelle und kann das Material dort weiter verarbeiten. Also insofern werden Sie sehen, das Material Hybridfuge auf PU-Basis aufgebaut, wird in den nächsten Wochen, Monaten beim Handel im Regal stehen. Und gibt ja auch schon eben die ersten Testflächen, wo das Material eingebaut wurde, wo sich das Ganze eben auch jetzt über einen längeren Zeitraum bewährt hat, also das System als Ganzes und die Fuge eben auch. Wir haben noch eine Frage bekommen, und zwar, wie ist der Klang von dem Wiederaufnahmesystem, also ob es irgendwelche Hohlklänge gibt? Nee, also zumindest das System selbst liegt ja vollflächig, also es werden keine Hohllagen irgendwo eingebaut, die Bahn liegt vollflächig auf dem Untergrund, die Fliese ist vollflächig verklebt, das ist natürlich wichtig bei dem System, das wäre es aber auch in anderen Fällen. Von daher gibt es keine Hohllagen. Ich habe eher noch trittschallverbessernde Eigenschaften durch eben diese Trittschall- und Entkopplungsbahnen, die ich auf dem Untergrund aufgelegt habe. Gut, es gibt noch eine weitere Frage, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptthema noch kommen. Und zwar, ob es denn Formatbegrenzungen gibt. Also all das, was wir bis jetzt so getestet haben, lässt nach oben hin ganz viel Luft. Also die 80x80 Meter mal Meter, Meter 20 mal Meter Fliese, kein Thema. Was das Kleinformatige angeht, also wenn Sie jetzt vielleicht ein 2x2 Zentimeter Mosaik verwenden wollen, dann muss ich natürlich schauen, was ist das für ein Material. Glasmosaike sind natürlich da vielleicht gefährdet, weil ich habe ja schon, wenn ich hier drauf drücke, auch ein bisschen einen weichen Kern, weiche Oberfläche, das möchte ich ja auch, dass es dann vielleicht zu so einem Effekt kommen würde. Sollten Sie es wirklich so kleinteilig haben wollen, gibt es aber auch da eine Lösung, dass man hier nochmal mit einem Panzergewebe so eine Art harte Kruste drauf spachtelt, Millimeter dick, und dann habe ich dann auch eine Lösung für die Mini-Formate, also Mosaike etc., die ich dann entsprechend einsetzen kann. Ja, Oliver, jetzt kommen wir in die Mitte. Der Andrea steht schon startbereit, um jetzt das eigentliche System, das du ja auch sehr schön beschrieben hast, natürlich vorzustellen. Genau, und das ist eben unser neues Entkopplungssystem. Wir hatten jetzt die Platten, wir hatten ein bisschen die Bahnen, und jetzt haben wir eben auch das Feld der Matten abgedeckt und haben da eben die Entkopplungsmatte extra. Das ist das gute Stück. Wir haben eben hier diese entsprechende Bahn mit den Vertiefungen und auf der Rückseite entsprechend ein Gewebe, ein Netz aufgeklebt. Und ja, wo kann ich die Bahn einsetzen? Überall da, wo ich gerissene Untergründe zum Beispiel habe, Mischuntergründe, also auch im Bereich der Sanierung, Holzuntergründe, auch ein Einsatzgebiet. Wir haben das jetzt hier mal schön dargestellt, oder der Andreas hat das Modell schön gebaut und dargestellt, eben einen gerissenen Estrich. Aber Mario, du hast es eingangs erwähnt, jetzt die Baustelle soll irgendwann fertig werden. Und das ist ja nicht nur vor Weihnachten ein Thema, das ist auch im Neubau zum Beispiel immer wieder ein Thema. Dann ist der Estrich eingebaut und der zugesicherte Eröffnungstermin rückt näher und näher. Und man hat eigentlich keine Zeit mehr, jetzt hier noch irgendwie großzeitig die Trocknung abzuwarten oder warten, bis die Restfeuchte erreicht ist. Und da gibt es eben die Möglichkeit, auch für den Verarbeiter, den letzten beißen die Hunde, der Fliesenleger muss als letztes jetzt seine Arbeiten hier in dem Gebäude errichten. Und da gibt es eben auch die Möglichkeit, bei jungen Estrichen entsprechend mit der Entkopplung hier drauf zu gehen. Wichtig ist natürlich, dass der Untergrund zumindest eben ist. Also der Estrich sollte dann nicht mehr allzu sehr geschüsselt sein. Aber ich kann eben auch hier unabhängig der Restfeuchte, beispielsweise 2 cm% bei einem Zementestrich, eben hier schon einen Ticken früher drauf gehen mit diesem Material. Aufgezahlt. Ja, das auf jeden Fall. Das ist ja Sinn und Zweck, dass wir recht früh auf diesen feuchten Estrichen schon weiterarbeiten können, um wirklich Zeit zu sparen. Und das gilt ja nicht nur für Zement, sondern auch für Anhydrit-Estriche. Genau. Ja. Die Matte selbst wird auch mit einem Fliesenkleber aufgeklebt. Ich muss hier ein bisschen unterscheiden, wenn ich es jetzt rein als Entkopplung verlege. Und da muss ich mir natürlich überlegen, auch die Trocknungszeit, wann möchte ich weiterarbeiten. Ich kann es mit einem normaler härtenden S1-Kleber verkleben oder mit einem schneller härtenden. Ich kann gegebenenfalls das Ganze auch mit einem S2-Kleber schnell erhärten, verlegen. Auch da muss ich eben immer ein bisschen gucken,
was eben die Bauzeit entsprechend hergibt. Und dann auch wichtig, vollflächig muss das Ganze natürlich verlegt werden. Es macht wenig Sinn, sich hier unter der Bahn entsprechend irgendwelche Hohllagen einzubauen. Du hast eine Frage bekommen. Ja, benötigen entkoppelnde Belege mehr Bewegungsfugen? Nein, natürlich nicht. Ja, ich kann entweder in den gleichen Feldgrößen arbeiten, ich kann sogar manchmal das Feld auch ein bisschen vergrößern. Also insofern brauche ich da jetzt nicht kleinteiliger zu werden. Im Gegenteil, ich kriege je nach Situation vielleicht ein bisschen mehr Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit. Und die zweite Frage, sind Entkopplungen auch für Wände geeignet? Ja, natürlich. Ich kann auch an Wandflächen, wenn ich eine Wand habe, die spannungsgeladen ist, kann ich theoretisch natürlich auch eine Entkopplung aufkleben. Wenn wir mal ehrlich sind, ein Wärmedämmverbundsystem, wie wir das von Fassaden kennen, ist ja ein Stück weit auch eine entkoppelnde Konstruktion. Und das kann ich natürlich auch auf andere Wandflächen übertragen, also gar keine Frage. Also auch das wäre sicherlich möglich. Ja, der Andreas hat jetzt hier schön Kleber aufgekämmt. Jawohl. Dann legen wir mal los. Ich glaube, du hast es schon angesprochen. Natürlich kann man mit den verschiedensten Klebern arbeiten. Dadurch, dass natürlich das Entkoppeln immer ein Zwischenarbeitsschritt ist, empfiehlt sich das aus meiner Sicht immer, mit einem schnellhärtenden Kleber zu arbeiten. Andreas, hier hast du jetzt den Nummer 1 Silber verwendet, glaube ich, soweit ich das gesehen habe. Ja, also vielleicht hat ja jeder von Ihnen so seinen Lieblingskleber, den er gerne nimmt als schneller härtende, normale härtende Variante. Und hier ist es sicherlich empfehlenswert, mit dem schneller härtenden Kleber zu arbeiten, um einfach zu sagen, okay, jetzt machen wir Frühstückspause, Mittagspause und danach geht es entsprechend weiter. Genau, und eben wichtig auch, was der Andreas jetzt gerade macht, eben die Bahn dann noch fester anzudrücken, dass ich eben hier wirklich oder in das aufgezahnte Kleberbett die Matte richtig schön fest reinzudrücken, um eben hier wirklich eine vollflächige Bettung da auch hinzubekommen. Grundsätzlich vielleicht nochmal das Thema, wo kann ich welche Entkopplungssysteme einsetzen und was gibt es da auch vielleicht irgendwo für Prüfungen, die ich bringen muss. Also es gibt die entsprechenden Prüfungen für die Entkopplungssysteme. Da gibt es auch ein Merkblatt, also das ZTB-Merkblatt für die Entkopplungssysteme, welches da auch entsprechend 4 Kategorien festlegt, wo ich die Entkopplungssysteme einsetzen kann. Also zum Beispiel eben in Wohnbereichen, wo ich natürlich eine relativ geringe Flächenlast, eine relativ geringe Einzellast habe. Im Gewerbebereich, wo das Ganze dann schon ein bisschen mehr ist. Oder auch im industriellen Bereich, wenn wir da eben uns wieder das Thema Autohäuser zum Beispiel mal anschauen. Oder auch das Entkopplung der Holzuntergründe. Da gibt es dann eben auch, gibt es bei uns ja die entsprechenden Buttons auch. EK für Entkopplung und dann eben noch ein Kürzel für die verschiedenen Bereiche, wo ich die Entkopplungssysteme einsetzen kann. Das Schöne bei der Entkopplungsmatte Extra, sie kann überall eingesetzt werden, auf allen 4 in allen 4 Kategorien hat sie das entsprechende Prüfzeugnis. Und wenn dann der Kleber oder die Bahn aufgeklebt ist, der Kleber getrocknet ist, würde eben der nächste Schritt kommen. Und das ist erstmal das Zuspachteln der runden Vertiefungen hier der Bahn. Und das gleiches Thema, kann mit einem normal erhärtenden Kleber erfolgen, kann, Thema Bauzeit, auch hier mit einem schnell erhärtenden Kleber geschehen. Der Andreas verwendet wieder den Nummer 1 Silver und geht eben hier mit dem Kleber über die gesamte Fläche einmal drüber und wir sehen, dass da sich die Vertiefungen relativ komfortabel eben zu schmieren lassen. Oliver, kannst du noch mal so ein bisschen erklären, wie dann das mit diesem Entkoppeln wirklich funktioniert? Ich meine, wir sehen ja eigentlich nur, in Anführungszeichen, eine Plastikmatte. Wie entkoppelt? Wie wird entkoppelt? Na, zum einen habe ich durch die Matte selbst, wie wir das ja von der Bahn her auch kennen, diese Trennlage, die ich nochmal aufgebracht habe, die also bei einer horizontalen Verformung das eben so ein bisschen aufnimmt. Und zum anderen habe ich durch die Bahn mit dem Gewebe und eben auch diese Vertiefung, die hier zugespachtelt werden, auch nochmal eine aussteifende Wirkung in der Vertikalen. Also wie so eine Art Platte, die ich dann nochmal auf meinem Untergrund aufgeklebt habe. Okay, also wenn man sich das jetzt hier nochmal genau anschaut, man sieht ja hier diese Stempel, so will ich es mal beschreiben, die natürlich hinterschnitten sind und dann drückt sich der Kleber nach links und rechts rein und sollte es jetzt zu Bewegungen kommen,
dann kann dieser Hinterschnitt jetzt in der Fläche natürlich schön arbeiten und ohne dass das rausplumpst, ja, sondern die Fliese kann sozusagen schön auf diesem Teppich entsprechend gleiten und wird zum einen gehalten und gleichzeitig aber können Bewegungen aufgenommen werden. Und jetzt sehen wir es ja, der Andreas ist jetzt hier schon fleißig am weiterhin Fliesenkleber aufbringen und der nächste Schritt ist natürlich jetzt das Einlegen der Fliese, was ich dann im nächsten Arbeitsgang entsprechend mache. Genau, das ist jetzt nicht nur in der Vorführung so, sondern das ist dann auch draußen auf der Baustelle so, dass ich das, den Kleber, mit dem ich eben die Vertiefungen zugeschmiert habe, dass ich da nicht mehr warten muss, bis der Kleber getrocknet ist, sondern ich kann hier wirklich frisch und frisch sozusagen weiterarbeiten, kann dann direkt mit der Verlegung der Fliesen beginnen, also Fliesenkleber auf die Bahn. Und was der Andreas jetzt hier macht, auch wieder Fliesenkleber auf die Rückseite der Fliese. Das war auch hier eben wieder die vollflächige und hohlraumarme Verlegung hinbekommen. Genau, das ist ja das, was wir generell wollen, dass die Fliesen weitgehend gut gebettet sind. Die Untersuchung und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist natürlich dieses parallele Aufkämmen. Das gibt das beste Ergebnis, das beste Bild. Je größer sie im Format werden, ist das auf jeden Fall zu empfehlen, dass man dann auch so die Kleber beidseitig entsprechend aufkämmt. Genau, und auch hier im Endeffekt, wie wir das erkennen, je größer das Format wird, dann haben wir hier natürlich auch irgendwann den Punkt, dass wir uns vielleicht mal eher für einen S2-Kleber entscheiden sollten, als für den S1-Kleber. Aber auch da gibt es eben viele Varianten, mit denen man da eben entsprechend arbeiten kann. Ja, und ja, dann kommen wir schon zur nächsten Situation. Wir waren ja jetzt mehr oder weniger im Wohnzimmer oder im Innenbereich. Ja, und jetzt wollen wir natürlich noch einen Blick auf den Balkon, die Terrasse werfen, weil das ist natürlich der Bereich, wo es auch immer wieder rund geht und wo natürlich was passiert. Und da hat die Entkopplungsmatte natürlich noch ein weiteres Gimmick, das hochinteressant ist. Oliver, genau. Erklär's uns. Neben der Prüfung oder neben dem geprüften Entkopplungssystem kann ich eben die Entkopplungsmatte extra auch als Abdichtung einsetzen. Also es ist nicht nur die Entkopplung, sondern auch eine AIVB, also eine Abdichtung im Verbund als bahnenförmige Abdichtung. Da gibt es natürlich zwei Dinge zu beachten. Zum einen die Verlegung, wie wir sie uns ja eben angeschaut haben, mit dem kleinen Hinweis, dass ich da ich, wie wir das ja alle wissen, für Abdichtungen ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis benötige, ich eben da gucken muss mal in die technische Produktinformation, welche Dichtkleber, welche Kleber dafür eben auch zu verwenden sind. Und ich muss mir natürlich, anders als ich das bei der reinen Verwendung als Entkopplung eben nicht machen muss, hier in dem Fall muss ich mir eben Gedanken über die Stoßverklebung machen, dass ich da eben auch die Stöße vernünftig abdichte, wie wir das ja auch bei bahnenförmigen Abdichtungen schon kennen. Nur, dass ich hier nicht die Variante habe, dass ich es eben überlappend ausführe, sondern die Bahn erstmal stumpf aneinander stoße und dann eben mir Gedanken über die Stoßverklebung machen muss. Oder auch vorne natürlich, wenn ich an so ein Profil anschließe, auch da nochmal mit dem Dichtband drüber gehe, um eben hier diese Wasserdichtigkeit herstellen zu können. Die Verklebung an sich erfolgt erstmal, wie wir das eben auch gesehen haben, in dem Fall mit einem zementären Kleber, mit unserem Nummer 1 Silver nach wie vor, mit dem wir hier die Bahn vernünftig vollflächig am Untergrund verkleben und festdrücken. Den Teil hat der Andreas vorhin schon festgeklebt. Jetzt hier sehen wir schön die Bahn stumpf eben dagegen gestoßen. Und gleiches Prozedere, also die Bahn vernünftig und fest andrücken. Ja, jetzt kann, man kann sagen, jetzt dadurch, dass die Bahn eigentlich vorher noch eine Entkopplungsbahn war, wird sie jetzt auch gleichzeitig noch zu einer Abdichtungsbahn. Das heißt also, hier haben wir jetzt wieder zwei Situationen, die wir abdecken können. Einmal Entkopplung, und das ist ja auf Balkonen und Terrassen auch ein großes Thema. Wir haben dort hohe Temperaturschwankungen, hohe Spannungen generell. Wollen auch immer größer werdende Materialien dort gerne verlegen. Also die 60x60, 80x80er Fliese ist ja kein Thema. Wir haben auch bisher immer unsere IB Plus damit eingesetzt. Kann man nach wie vor auch machen. Aber wenn Sie lieber auf solche profilierten Systeme stehen, geht das natürlich auch. Ja, und jetzt der wichtige Arbeitsgang in dem Zusammenspiel ist natürlich jetzt das Abdichten.
Also wirklich dann auch wieder die Vertiefung füllen mit der Dichtschlemme, Turbodichtschlemme, Dichtschlemme RS. Genau. Dann die Formteile eingebaut, eingeklebt und so wie wir es jetzt hier sehen. Und vor allem dann auch ein Dichtband über die Fläche drüber gezogen. Das wird der Andreas jetzt gleich noch machen. Damit wirklich dann auch hier dieser Stoß wieder 5x5 cm überlappend dann auch gefüllt wird. Genau, also das, was wir eben. Dass wir das nochmal schön sehen. Ja. Das, was wir eben mit dem Fliesenkleber gemacht haben, machen wir eben jetzt mit der Dichtschlemme. Auch hier eben wichtig, Stichwort Systemprüfung, dass wir eben ein Produkt nehmen, was dafür nicht nur geeignet, sondern auch geprüft und zugelassen ist. Und das wäre eben, wie du eben schon gesagt hast, die Turbodichtschlemme oder die DSF RS. Ja. Und dann eben hier auch, wie gesagt, die Vertiefungen zuspachteln, wie eben mit dem Fliesenkleber und dann eben das Dichtband vollflächig aufkleben. Genau. Also jetzt in dem Fall, wir sehen es jetzt hier sehr schön, dass das recht flott geht und alle Vertiefungen sind gefüllt. Und jetzt kommt das Dichtband drauf und dann haben wir eigentlich einen schönen abgedichteten Balkon. Genau. Im Hinterlauf sicher das Dichtband mit einem reaktiv erhärtenden Material, wasserdicht darauf verklebt. Ja, der ein oder andere wird sich fragen, ja, warum haben wir denn die Abdichtung nicht bis hier vorne hingeführt, bis zu der Kante vielleicht von dem Tropfprofil oder wo die Tropfkante ist. Würden wir das bis hier vorne hinführen und das Wasser würde ja runterlaufen. Also sehen das ja, dass wir sozusagen in die Bahn reinschauen können. Und Wasser hat ja die Eigenschaft, dass es gerne unter einer Folie oder unter einer Fliese zurückfließen will. Und deswegen müssen wir diesen Bereich hier vorne natürlich auch ordentlich abdichten. Deswegen schneiden wir also die Entkopplungsbahn ein Stück zurück. Und jetzt sehen wir es hier, wo der Andreas schon am Arbeiten ist, dass wir auch hier die Fläche mit der Dichtschlemme überarbeiten und dann auch ganz klar dieses Detail ausführen, abdichten, so dass uns kein Wasser unter die Entkopplungslage, unter die Abdichtung in dem Fall, es ist ja eine gleichzeitige Abdichtungssituation, unter die Abdichtung fließt, sondern das Wasser sozusagen hier auf der Ebene ankommt, läuft hier vorne runter, tropft ab und ist weg. Und wenn es versuchen will, zurückzukommen, dann kann es eben nicht unter die Abdichtung gelangen. Ja, also auch nochmal ein wichtiger Hinweis im Zusammenspiel mit Entkopplungen bzw. mit der Abdichtung und Schienensystemen, die man hier vorne gern einsetzt. Und wir kennen ja zum Teil auch das Thema, dass es hier immer wieder zu Haftverbundschäden kommt, weil Metall dehnt sich aus. Die Fliese dehnt sich ein Stück weit aus, ein bisschen unterschiedlich im Ausdehnungskoeffizient. Und wenn ich das Ganze jetzt so aufbaue, habe ich natürlich hier auch nochmal einen schönen kompensierenden Puffer in der Konstruktion, dass ich also auch an dieser sensiblen Kante temperaturbedingt keine Angst haben muss. Ja, so viel zu dem Aufbau. Eine Frage haben wir noch bekommen. Ja? Okay. Und zwar zum Verkleben der Bahn, welche Zahnung verwendet werden sollte für die Verklebung hier der EME. Ja, du hast das Merkblatt geschrieben, also musst du es ja auch wissen. Genau. Das sage ich jetzt mal so. Also wir empfehlen eine 6er oder eine 8er Zahnung zum Verkleben. Ich glaube, das sind auch das, was der Andreas hier gezeigt hat, hier mit der 6er Zahnung. Ja, können wir eigentlich so beantworten. Ich denke, das ist ein bisschen abhängig vom Untergrund. Genau. Wenn ich einen sehr schönen, glatten Untergrund habe, ist es die 6er Zahnung. In Ausnahmefällen wird es auch mal eine 8er Zahnung sein. Gar keine Frage. Je nachdem, wie schräg ich auch die Kelle halte, ist es vielleicht sogar sinnvoller, mit einer 8er Zahnung zu arbeiten. Ich würde sagen, das ist ein bisschen situativ von der jeweiligen Baustellensituation abhängig. Ja. Gut, Andreas, fertig. Eine Frage noch. Und zwar sind die Entkopplungen genormt? Und da ist ja so, dass das angesprochene Merkblatt vom ZDB, was auch die Entkopplungs- oder die unterschiedlichen Klassen dafür festlegt, das gibt es. Eine Norm gibt es dafür nicht. Also von daher kann man sagen, dass Entkopplungen immer eine Art Sonderkonstruktion sind, die eben nicht normativ geregelt sind. Aber immerhin, es gibt eben dieses Merkblatt als Grundlage des Ganzen. Aber man sollte es eben immer mit dem Bauherrn entsprechend auch vereinbaren. Ja, also ich sage mal, der Grundstein ist gelegt, vielleicht für den nächsten Schritt in die Normung. Es gibt ein Merkblatt. Wir beschreiben ja auch die Entkopplungssysteme schon so ein bisschen als Abdichtungssysteme. Es gibt schon eine Abdichtungsnorm, die ja Verbundabdichtungssysteme beschreibt. Also da sind zwei
Pfeile, die sich aufeinander zubewegen, um dann irgendwann auch in der Norm drin zu stehen. Und in der 18157, da sind ja schon sehr viele Untergründe genannt, die Verbundabdichtungen stehen auch schon mit drin. Und das ist eine Frage der Zeit, da werden auch Entkopplungssysteme in irgendeiner Form als Untergrund für die Fliesenverlegung aufgenommen werden. Jawohl. Gut, dann haben wir das geschafft. Und zum last but not least, eine Sache, die wollen wir uns natürlich auch noch anschauen und die ist hier ganz rechts aufgebaut. Und zwar, Sie kennen uns ja als Abdichtungsexperten. Sie haben ja jetzt hier auch gerade unsere Balkonabdichtung gesehen, die wir gerade gezeigt haben. Und Sie kennen unsere Dichtschlemmen, Sie kennen unsere bahnförmige Abdichtung, Sie kennen die Dispersionsabdichtungen, mit denen haben Sie alle schon vielleicht auf Ihren Baustellen zu tun gehabt, haben Sie schon eingesetzt. Und eine Lücke hat uns noch gefehlt, das ist die plattenförmige Abdichtung. Das heißt also, das, was wir heute in der Norm ja kennen, im Teil 6 entsprechend beschrieben, das ist das Abdichten mit Platten. Und wir haben lange darüber philosophiert, nachgedacht, aber wir sehen es auf unseren Baustellen, dass wir auch dazu immer wieder gefragt werden, Mensch, wir haben doch jetzt hier eure Sachen schon da, warum gibt es da nicht in diesem Bereich auch eine Lösung von SOPRO? Und die wird es ab nächstes Jahr geben. Das heißt also, dort, wo wir Wände oder auch Bodenflächen vielleicht mit plattenförmigen Abdichtungen abdichten möchten, oder Sie in dem Fall, gerade wenn es um den Wellnessbau geht, da haben wir ja auch sehr viel Kreatives zu tun in Form von Nischen, von hier kleinen Sitzbänken, Waschtischen, all das lässt sich dann natürlich mit dieser plattenförmigen Abdichtung sehr gut umsetzen. Das Besondere, wir haben also eine zementärgebundene Oberfläche, die Sie vielleicht schon hier und da kennen. Der Kern in sich ist dicht, wasserdicht. Das heißt also, ich muss also nicht nochmal zusätzlich abdichten, lediglich nach Norm zumindest die Bänder auf dem Stoßbereich aufbringen. Und insofern, Sie sehen es jetzt hier am Boden, Sie kennen ja schon unsere Bänder, unsere Formteile. Das können Sie also alles nach wie vor weiterhin schön verwenden, im System sozusagen, müssen also keine zweite oder dritte Lösung noch mit auf die Baustelle nehmen und können dann hier sozusagen mit der plattenförmigen Abdichtung und die jetzt von SOPRO auch mit im Sortiment drin ist, dann entsprechend Ihr Badezimmer, Ihren Nassraum bauen und haben sozusagen alles aus einem Paket. Ja, so viel dazu, sehr geehrte Damen und Herren. Und Sie sehen, die Zeit ist wieder wie im Flug vergangen. Wir haben über plattenförmige Abdichtungssysteme gesprochen, also das, was wir hier vorne, Vorsicht, die Kamera fällt noch, das wäre es noch, alles live hier, stürzt noch mal kurz über alles drüber. Wir haben Ihnen die plattenförmigen Systeme gezeigt, die es auch in unterschiedlichen Dicken gibt. Je nachdem, was ich an Fußbodenaufbauhöhe zur Verfügung habe, kann ich einsetzen. Wir haben das Wiederaufnahmesystem gezeigt, auch eine Form von Entkopplung, wird also als Entkopplung eingesetzt, kann aber auch wieder aufgenommen werden als kleiner Trick sozusagen für Bauherren, die schnell wieder neue Belege wollen. Wir haben unsere neue Entkopplungsbahn Ihnen gezeigt und das auch gleichzeitig auf Balkonen und Terrassen als mögliche Abdichtungsvariante und dann die plattenförmige Abdichtung zum Schluss. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute wieder bei uns dabei gewesen zu sein. Und wir sind ja so ein paar Tage vor Weihnachten. Ich darf an der Stelle Danke sagen für Ihre Zuarbeit bzw. die Zusammenarbeit mit Ihnen. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir Sie wieder live irgendwann sehen, hoffentlich nächstes Jahr dann. Aber erstmal jetzt ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Ich darf den Thomas Ziegler auch nochmal mit auf die Bühne bitten. Und ich darf auch Danke sagen, vor allem an die, die hinter der Kamera stehen und die uns immer hier super in Szene setzen, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Und der Thomas Ziegler, auch einer unserer Weggesellen, der ja allen bekannt ist von der Hotline, weil er ist ja der Mann, der viele Gesichter hat und viele Antworten und sitzt bei uns mit an der Hotline und vielleicht kennen Sie ihn von daher. Jetzt sehen Sie mal das Gesicht dazu. Das ist wie beim Radiomoderator, gell? Da hat man eine Stimme und dann sieht man ihn und dann denkt man, so sieht er aus. Und der Thomas hat sich heute extra nochmal schick gemacht, weil wir natürlich heute eine kleine Weihnachtssendung machen. Andreas Goldstein, auch nochmal vielen herzlichen Dank. Oliver Wege, vielen Dank als Gaststar heute. Und insofern, ja, sagen wir alle zusammen vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns treu sind. Und jetzt schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund, so dass wir uns dann hoffentlich entspannt und gut gelaunt im nächsten Jahr wiedersehen. Vielen Dank.